So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr habt schon gesehen, den einen Tanz habe ich euch schon hochgeladen. Natürlich kommt der Shop jetzt noch, aber ich denke mal, das neue Emote, da seid ihr alle ein bisschen gehypt drauf. Ihr wisst ja, ich lade sowieso alle Emotes hoch. Wer der ein bisschen Liebe da lassen will, einfach die Playlist ein bisschen laufen lassen. Denn ihr wisst ja, jeder Aufruf supportet mich in dem Sinne. Also was jetzt die letzten 28 Tage los war auf meinem Kanal, dafür, dass ich so lange nicht da war. Erstmal danke an alle, die da aktiv sind. Und natürlich gerne auch meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Grüße an die 32 Leute, die ihn zurzeit eingetragen haben. Wir gehen auch direkt mal rein in den Shop. Und was sehen wir? Richtig, John Wick ist wieder zurück. Natürlich in zwei Stilen. Einmal der normale John Wick und einmal der angeschossene John Wick. Ich sage ja, im Prinzip ist trotzdem ein OG-Skin. Es ist und bleibt ein OG-Skin. Kann man einer erzählen, was er will. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Und dann auch noch die weibliche Variante, nämlich Sophia. Der Skin sieht eigentlich auch nice aus, auch mit dem Raven-Rücken-Accessoire. Also der Skin ist auch nice. Sieht zwar ein bisschen aus wie die Ex-Frau von Dieter Bullen, Nadja. So, dann haben wir noch den Vorschlaghammer. Dann Assassine, ja, die Tarnung ist nicht gerade die schönste. Dann das Emote Ich seh dich noch. Dann das Emote Kugelsicher. Dann des Weiteren ist heute halt dieser Tanz drin. Ist natürlich Copyright. Ich werde es oben rechts verlinken. Da könnt ihr euch den dann gerade schnell anhören. Und erstmal Grüße an alle, die wie gesagt die Playlist benutzen. Und natürlich die meinen Creator Code eintragen. yt-familyhack. So, was haben wir noch im Shop? Natürlich immer noch den schönen Maximus mit passendem Rückenaccessoire. Dann des Weiteren Claudius des Schalus. Dann haben wir Vicky mit drin. Und natürlich auch wieder insgesamt 8 Stile sind es dann. Einmal in Schwarz, einmal in Lila, einmal in Rot. Und natürlich mit Cap und ohne Cap alles. So, des Weiteren natürlich das Rückenaccessoire. Dann dabei ist aber noch das Emote Wechseldrehung. Was bedeutet, ihr könnt die Outfits quasi im Spiel wechseln. Auch nicht schlecht. Dann haben wir drin die Schnurrachs. Die Schnurrachs. Doch, Schnurrachs. Ja, klar, Schnuren. Wieder komplett. Dann haben wir Gewitter ist wieder drin. Muss direkt an Gewitter im Kopf denken. Dann Blitz ist mit drin. Sturmblitz. Und Sturmauge. Na, 1200 für den Gleiter. Man kennt es. Und Turbulent haben wir heute mit drin. Und wie gesagt, das Emote. Dann haben wir im täglichen Shop den guten alten Meister Minotaurus. Auch eigentlich ein sehr schöner Skin in meinen Augen. Und dann haben wir die Beastschütze mit drin. Magmatarnung. Blindgängerbombe. Und den Hüftschwung. Den Tanz habe ich so oft gemacht. Ich sage, es müsste echt eine Statistik geben, welches Emote man am meisten benutzt hat. So, das war's eigentlich schon wieder mit dem normalen Shop. Was Rette die Welt betrifft, kann ich euch leider enttäuschen. Es gibt heute leider keine V-Bucks. Die normalen Pakete sind wieder drin. Wundert euch nicht, warum ich hier oben jetzt 13.600 V-Bucks habe und keine 12.000. Nämlich, ich habe nämlich meine 1.000 V-Bucks bekommen. Also bei mir kommen sie ganz normal an. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.